Das Miraculous London Special ist endlich da und es ist wirklich spannend. Jetzt wird enthüllt, wie Cerise die Identität von Marinette herausgefunden und beide Miraculous benutzt hat, um dank der absoluten Macht einen Wunsch zu erfüllen. Und wir werden natürlich darüber sprechen. Wenn ihr jedoch keine Spoiler wollt, empfehle ich euch, dieses Video zu sehen, nachdem ihr das Special gesehen habt. Wie dem auch sei, los geht's! Fangen wir mit der Lüge von Marinette an. In der letzten Folge, bevor Gabriel seinen Wunsch mit dem Miraculous von Ladybug und Cat Noir erfüllt, bittet er Marinette, Adrian nicht zu sagen, dass er der Monarch ist. Am Ende derselben Episode sehen wir Adrian, der glaubt, sein Vater sei ein Held, weil Marinette ihm als Ladybug erzählt, dass Gabriel sich während des Kampfes mit Monarch geopfert hat. Im London-Special, nachdem Bug Noir entdeckt hat, dass Adrian und Kagami in London gefangen genommen wurden, nutzt sie ihre Weltraumkraft, um dorthin zu reisen und sie zu retten. Allerdings muss sie sich eine Lüge einfallen lassen, um Gabriels Bitte zu erfüllen. Sie erzählt Adria, dass Monarch sowohl Gabriel als auch Tomoe gezwungen hat, die Alliance-Ringe zu erschaffen und sie für seine bösen Zwecke einzusetzen. Das war der Grund, warum Gabriel und Tomoe ihn und Kagami weggeschickt haben, um sie in Sicherheit zu bringen. Gabriel hat sich jedoch gegen Monarch gewehrt und deshalb ist er nicht mehr unter uns. Bevor Bug Noir die traurige Nachricht überbringt, rettet sie zunächst Kagami und trifft mit ihr eine Abmachung, Adria nicht zu verletzen. So kommt es zur Konfrontation zwischen Kagami und Marinette. Kagami respektiert Marinettes Entscheidung, aber eigentlich ist sie nicht so glücklich mit der Situation. Sie denkt, dass Marinette von der Liebe geblendet ist, was ich auch so sehe. Marinette wird dieses Geheimnis auch vor ihren anderen Freunden, vor allem vor Alia, bewahren. Ihre Freundschaft ist damit in Gefahr. Außerdem hat sie sogar alle in Paris belogen. Mit dieser Information könnte Cerise leicht alle gegen Marinette aufbringen. Stellt euch nun mal vor, wenn die Pariser erfahren würden, dass Ladybug die ganze Zeit das Geheimnis eines Kriminellen verheimlicht hat. Wie würden sie reagieren? Und was denkst du darüber? Gehen wir weiter zum traurigsten Teil. Der traurigste Teil ist, als Adria erfährt, dass sein Vater nicht mehr bei ihm ist. Er verliert völlig die Kontrolle und beginnt unkontrolliert zu weinen. Als Bug Noir sieht, dass der Junge, den sie so liebt, so leidet, fühlt sie sich noch schuldiger. Erstens denkt sie, dass sie sich nicht hätte verwandeln dürfen, da dies Gabriel von seinem Wunsch abgehalten hatte. Und zweitens verbirgt sie eine so große Wahrheit vor Adria. Die emotionale Belastung hier ist regelrecht erdrückend. Naja, gehen wir weiter zu unserer gelben Ladybug. Als das Poster für das London Special veröffentlicht wurde, waren alle schockiert, weil niemand verstehen konnte, warum sich Ladybugs Outfit verändert hat. Es stellte sich heraus, dass Bunnyx Marinette eine gelbe Schwimmweste geschenkt hatte. Der Grund, warum Marinette die Schwimmweste bekam, war, dass sie die aktuelle Version von Marinette identifizieren sollte. Cerise gelang es, beide Miraculous zu stehlen. Um sich wieder zu verwandeln, sagt Marinette zu Bunnyx, sie solle zu dem Tag zurückkehren, an dem sie ihr Miraculous aufgegeben hat. Dies geschah in der Episode Aller Anfang ist schwer Teil 1. Marinette nahm ihre Ohrringe und befahl Tiki, sich zu verwandeln. Übrigens, ist es nicht ein episches Detail, dass Tiki bereits wusste, dass Marinette eine Superheldin werden würde? Nachdem Marinette sich verwandelt hatte, änderte die gelbe Weste die Farbe ihres Superheldenanzugs. Das ist ein wenig seltsam, denn wenn Helden ihr Outfit wechseln, bleibt ihre Superheldenform normalerweise gleich. Natürlich ist es möglich, dass jemand sein Aussehen ändert, aber das sollte absichtlich und von Herzen geschehen. Ein Beispiel dafür haben wir bereits in der Folge Cat Noir 2.0 gesehen. Gehen wir weiter zum Bösewicht. Der Bösewicht ist Cerise und natürlich nutzt sie die Kraft des Schmetterlings Miraculous. Sie ist sehr intelligent, denn sie hat ihr Telefon akkumatisiert und ist eine Superschurkin geworden. Mit dem Schmetterling, der ihr Telefon infiziert hat, konnte sie durch die Zeit reisen, indem sie die lokale Zeit auf ihrem Telefon nutzte. Diese Zeitzone war auch mit ihrer Uhr verbunden. Damit konnte sie in die Vergangenheit reisen und dann in die Gegenwart zurückkehren, da ihre Uhr die Zeit einstellen konnte. Wenn sich die Zeit auf ihrem Handy änderte, konnte sie sich zurück in ihr Versteck teleportieren. Genial, nicht wahr? Der einzige Nachteil ist, dass sie alles vergisst, sobald sie sich zurückverwandelt hat. Um dem entgegenzuwirken, benutzt sie ein Notizbuch, um sich während ihrer Mission Notizen zu machen. Als sie ihr Telefon zum ersten Mal akkumatisierte, wurde sie zum Timestalker. Zu Beginn der Folge gelingt ihr der Plan. Sie schreibt Ladybugs geheime Identität in das Notizbuch und verwandelt sich später in Spectral Looter. Sie verwandelt sich in einen Geist und stiehlt alle Miraculous, die in Marinettes Besitz waren. So hat sie es geschafft, den Wunsch zu äußern. Aber dank Bunnyx wurde Marinette aus dem Universum geholt, bevor der Wunsch sie beeinflussen konnte. Gehen wir weiter zur älteren Version von Bunnyx. Es ist natürlich Alarmstufe Rot für Bunnyx, wenn das Universum anfängt, zerstört zu werden. Das gleiche geschah in Ladybug gegen Cat Blau, als Cat Blau seinen riesigen Kataklysmus einsetzte. Zurück zum Special. Als Bunnyx sieht, dass ihre erwachsene und ihre alte Version in der Höhle verschwinden,
gerät sie in Panik. Als sie das Problem begreift, bringt sie Marinette zurück zur Hasenhöhle. Diese Szene war super interessant, weil wir die alte Bunnix zum ersten Mal gesehen haben. Ist es aber nicht seltsam, dass wir sie in früheren Folgen, in denen die Ereignisse in der Hasenhöhle stattfanden, wie in der Folge Evolution, hingegen aber nie sahen? Die alte Bunnix hat kurzes, ordentlich gestyltes Haar in einem leuchtenden Rotton, das nach hinten gekämmt ist und oben etwas Volumen hat. Einige Haarsträhnen sind heller und vielleicht zeigt das ja ihren Alterungsprozess. Wer weiß. Ihre Maske sieht genauso aus wie die der erwachsenen Bunnix, mit nur einer Ausnahme. Sie trägt eine Brille. Die dominierenden Farben ihres Outfits sind hellblau und weiß. Aber wir wissen doch, dass dies die Farben von Bunnix sind, oder? Sie trägt ein weißes, ärmelloses Oberteil mit Knopfverschluss und einer schwarzen Fliege am Kragen, was ihr ein scharfes und maßgeschneidertes Aussehen verleiht. Die Knöpfe an der Weste sind schwarz. Ihre Ärmel, die ihr bis zu den Armen reichen, sind hellblau. Ihre langen weißen Handschuhe haben schwarze Akzente an den Handgelenken. Ihre Stiefel sind kniehoch und haben weiße und schwarze Details. Wie findet ihr den Look von der älteren Bunnix? Gehen wir weiter zu Marinettes Lösung des Problems. Cerise steht Marinettes Miraculous, wenn sie ein Geist ist, und macht sich damit unantastbar. Obwohl Bunnix und Marinette das Problem verstehen, ist es aber unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen und sie zu fangen. Als Marinette dem Geist folgt, erfährt sie eine weitere erschreckende Wahrheit. Das Miraculous des Schmetterlings hat einen neuen Besitzer. Marinette begreift schnell, dass die einzige Möglichkeit, diesen Bösewicht zu besiegen, darin besteht, herauszufinden, wann Cerise ihre Identität erfahren hat. Nur Marinette kann sich an die möglichen Momente erinnern und sie erinnert sich an alle. Der Glücksbringer, den sie beschworen hat, hat es sogar bestätigt. Der erste Moment ist der, als Marinette sich vor Gabriels Augen zurückverwandelt. Der zweite ist, als Natalie Ladybug in das Versteck bringt und Ladybug eine Rede darüber hält, dass sie Marinette ist. Der letzte ist, als Kagami Bug Noir Marinette nennt. In all diesen Momenten gelang es Timestalker, sie auszuspionieren, indem sie Bug Noir folgte. Obwohl Bunnix und Ladybug den Bösewicht in die Enge treiben, können sie Timestalker aber nicht besiegen, weil sie so wendig ist. Es ist wirklich toll, Cerise so zu sehen. Stellt euch mal vor, wie intensiv es in Staffel 6 sein wird. Cerise ist nicht nur schlau genug, um einen ausgeklügelten Plan zu entwerfen, sie ist auch unglaublich geschickt im Kampf und außerdem schwer zu fangen. Als Ladybug das akkumatisierte Objekt, die Uhr, zerbricht, kehrt Cerises Telefon in die Gegenwart zurück. Was bedeutet, dass Cerise sich zurück in ihr Versteck teleportiert? Apropos Telefon und Uhr. Sie hat drei Uhren, was bedeutet, dass sie drei Chancen hat, zurückzukehren. Während Marinette und Bunnix versuchen, das Notizbuch zu stehlen und sie daran zu hindern, Marinettes Identität zu erfahren, bemerkt Marinette ein wichtiges Detail. Der akkumatisierte Bösewicht muss das Notizbuch immer noch haben. Wenn Cerise sich zurückverwandelt, wird sie glauben, dass sie die Mission erfüllt hat. Alles, was Ladybug dann tun muss, ist, den Namen im Notizbuch zu ändern. Nachdem sie das Notizbuch erfolgreich gestohlen hat, ändert Marinette ihren Namen in Gabriel Agrest, der nicht mehr bei ihnen ist. Später gibt sie dann vor, in die Enge getrieben und von dem Bösewicht besiegt worden zu sein. Cerise, die in die Gegenwart zurückgekehrt ist, öffnet das Notizbuch und sieht, dass Ladybug anscheinend Gabriel Agrest ist. Dank Marinettes cleverer Lösung kehrt das Universum zur Normalität zurück. Dann noch etwas über Noro. Noro wird in einem speziellen Käfig in Cerises Versteck gehalten. Die arme Kreatur ist seit der ersten Staffel unter Kontrolle. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch eine gruselige Szene am Ende der Folge. Als Noro sieht, dass Cerises Plan nicht funktioniert hat, feiert er das mit einem lauten Schrei. Cerise schnippt wütend mit ihren Fingern und lähmt ihn. Er bricht auf den Boden zusammen, die Augen weit aufgerissen. Ça n'a pas marché, ça n'a pas... Und zu guter Letzt noch etwas über Alix. Da das Miraculous des Schmetterlings einen neuen Besitzer hat, muss Alix ihre Mission fortsetzen. Sie kehrt nicht in die Gegenwart zurück und muss alles beobachten, bis Cerise letztendlich besiegt ist. Es ist eigentlich ziemlich traurig, denn Alix ist seit Beginn von Staffel 5 von ihren Freunden getrennt. In Anbetracht von Cerises Fähigkeiten ist es sogar schwer abzuschätzen, wie lange sie noch in der Hasenhöhle bleiben muss. Okay Leute, jetzt sagt mir, was ihr von dem neuen Special haltet. Hat es euch Spaß gemacht, es zu sehen? Seid ihr auch auf Staffel 6 gespannt? Besonders nachdem ihr Cerise als Hauptschurkin gesehen habt? Lasst es mich doch gerne wissen, was ihr denkt. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken. Vielen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. On est d'accord. De quoi tu parles? D'avoir menti à Adrien. Je pouvais pas lui dire que son père était monarque.